Hallo meine lieben Schweißtechnik-Freunde, willkommen im HDB-Schweißshop. Im heutigen Video geht es um einen rechten Winkel zu schweißen, um Wärmeeinwirkung und Verzug. Ich habe hier einige Versuche gestartet, um einfach zu verstehen, was genau da passiert im Metall. Wir schweißen heute, das heißt, wir müssen uns im Vorfeld klar sein, wir schmelzen unseren Werkstoff auf, wir bringen Wärme rein und wir fügen es zusammen und widerruflich. Wir wissen aber auch, dass Metall ein Gedächtnis hat. Und wenn wir es dann erwärmen bzw. Wärme reinbringen, dann will es in alle Richtungen. Du hast sicherlich die Situation gehabt, du hast dir einen Rahmen vorbereitet, noch nicht abgeheftet, noch nicht geschweißt, du hast ihn hingelegt, alles ausgemessen. Dann bist du hingegangen und hast das abgeschweißt und stellst fest, dass nicht alle Winkel genau so sind, wie du dir vorgestellt hast. Entweder ist der Winkel dann enger geworden oder der ist weiter auseinandergegangen. Deswegen machen wir diese Versuche, um euch das möglichst ansehnlich, dass man das wirklich versteht, visuell darzustellen, was passiert denn da genau. Deswegen haben wir gedacht, wir machen zu Beginn erstmal alles falsch und zum Schluss versuchen wir den perfekten 90-Grad-Winkel zu schweißen mit unseren stahlunlegierten Vierkantrohren, um herauszufinden, was passiert denn da genau und was kann ich dagegen tun, dass ich nicht immer den mir erhofften Winkel erhalte nach dem Schweißen. Denn einfach nur abheften und spannen reicht nicht. Da gehört noch eine Menge dazu, da gehört leider auch eine Menge Erfahrung dazu und darauf gehen wir heute ein. Wir haben uns gedacht, wir fangen ganz einfach an, schneiden uns Vierkantrohre zu. Die sind 2,5 mm stark und fangen an, indem wir uns die einfach auf den Tisch legen, ohne zu spannen und ohne abzuheften, richten einen rechten Winkel aus und schweißen einfach eine Stelle ab und gucken, was passiert. Das habe ich jetzt hier gemacht. Mein erster Versuch war, ich habe es bewusst nicht richtig gemacht, ich habe es nicht gespannt, ich habe es nicht geheftet und ich habe die optimale Schweißrichtung nicht befolgt und habe meine Vierkantrohre von innen nach außen geschweißt. Was ist dort passiert? Wie zu erwarten, sind sie auseinandergegangen. Aber warum gehen die auseinander? Warum zieht sich das nicht zusammen? Denn das sollten wir ja wissen, damit wir in Zukunft, wenn wir etwas bauen, das mit beachten, damit ja nachher der richtige Winkel rauskommt. Wir haben, wie gesagt, die Rohre nicht gespannt, nicht geheftet, die lagen lose auf unserem Tisch. Jetzt bringen wir punktuell in die Innenecke Wärme rein. Was passiert? Drückt auseinander. Ja? Die Rohre gehen automatisch auseinander. Wir schweißen ab. Die Schweißnaht kühlt ab. Kann schon sein, dass der Winkel dann leicht wieder zugeht, aber er wird trotzdem nicht genau die 90 Grad haben, die du dir erhoffst. Er wird leicht offen sein, so wie in diesem Fall. Ja? Wir haben jetzt hier einen Spalt an dieser Ecke von mindestens 3 bis 4 mm. Also kein rechter Winkel. Okay, gehen wir weiter, versuchen wir die Schweißrichtung zu ändern. Also kam unser zweiter Versuch mit etwas weniger Leistung zu Beginn. Der erste Versuch war mit 90 Ampere, also habe ich die Schweißrichtung geändert, habe die Leistung verringert, habe aber nichts gespannt, nichts geheftet, auf den Tisch gelegt, 90 Grad Winkel ausgerichtet und habe die Schweißrichtung beachtet. Achtung, von außen nach innen geschweißt. Was ist hier passiert, wenn man sich das genau anschaut? Das heißt, unser Winkel ist, wie zu erwarten, zusammengezogen. Weil hier auch ganz logisch, wir bringen Außenwärme rein, es dehnt sich aus, wir schweißen bis zum Schluss, die Schweißnaht kühlt ab und bleibt in der Position. Ich habe jetzt hier innen, zwar nicht übertrieben, vielleicht ist es ja für den einen oder anderen okay, aber für mich, ich wollte es möglichst genau haben. Das ist ja schon alleine der Punkt, wir haben das zwar noch nicht richtig gemacht, aber was es schon ausmacht, in welche Richtung du schweißt. Weil in der Regel, wenn du von außen nach innen schweißt, wird dein Winkel besser sein, als wenn du es umgekehrt machst. Alleine an diesem Beispiel. Und wie gesagt, wir haben nicht geheftet, wir haben nicht gespannt. Der hat ein leichtes Spiel, vielleicht wirklich nicht allzu groß, aber jetzt kommt der Punkt. Was würde passieren, wenn wir das Ganze fertig schweißen? Und da garantiere ich dir, umso mehr Wärme wir da reinbringen, umso mehr würde sich das verziehen. Okay, soweit so gut, Schweißrichtung schon mal bewiesen, dass wir da richtig liegen. Sehr gut, es ging weiter.
Ich habe, um mich abzusichern, noch zwei Versuche gemacht mit 70 und 80 Ampere, um zu schauen, ob es an der Temperatur auch liegt, haben wir aber dasselbe Ergebnis gehabt. Sobald wir von innen nach außen schweißen, geht der Winkel auf, sobald wir von außen nach innen schweißen, geht der Winkel zusammen. Aber wichtig ist, wenn wir von außen nach innen schweißen, muss uns doch klar sein, hier ist ja mehr Material, das heißt, es hat einfach weniger Möglichkeit, sich hier mehr zu verformen, also mehr nach innen zu gehen, weil wir hier einfach mehr Widerstand haben. Das ist uns auch klar. So. Dann bin ich hingegangen und habe die Sachen abgeheftet. Außen und innen an vier Punkten ordentlich abgeheftet. Und da muss man schon drauf achten, denn alleine beim Heften, beim bisschen Temperatur reinbringen, habe ich mir auch hier schon einen nicht hundertprozentigen Winkel geschaffen. Das mag jetzt hier bei diesen kleinen Rohren nicht so wichtig sein, aber glaub mir, wenn das größere Bauteile sind, dann siehst du auf einmal, wie das Ganze krumm und schief wird. Das heißt, wir wollen ja von vornherein alles richtig machen. Also das heißt, wir müssen auch beim Heften aufpassen, dass das ja alles richtig ist. So, dann geht es weiter. Wir müssen ja logisch vorgehen. So klar wie möglich das Ganze erklären. Ich habe, wie gesagt, die vier Stellen abgeheftet, habe gemessen, dass der Winkel stimmt nach dem Heften. Ja, der war hundertprozentig und habe es quasi abgeschweißt. Ich habe die Reihenfolge beachtet, indem ich hingegangen bin, erstmal die Außenecke geschweißt, dann die Innenseite geschweißt, dass die sich ja nirgendwo hin bewegen können. Und dann habe ich die Seiten von außen nach innen geschweißt. Also die Reihenfolge hat gestimmt, die waren vorher abgeheftet, müsste doch richtig sein. Gucken wir uns den Winkel mal an. Wie gesagt, es sind geringe Unterschiede. Ja. Sieht man aber deutlich, dass ich hier unten einen Spalt habe, dass der Winkel zusammengezogen ist. Ja, aber wie kann das sein? Ich habe es doch vorher ordentlich abgeheftet. Das kann doch nirgendwo hingehen. Ich habe doch ordentliche Punkte und Hefter gemacht. Trotzdem hat es sich extrem verzogen. Da kann man sehen, was beim Schweißen alles passiert. Ja. Welche Kräfte das Ganze hat. Und sich dann trotzdem letztendlich verzieht. Okay, gut. Dann würde ich sagen, machen wir den nächsten Schritt. Wir heften das ab und spannen es gleichzeitig und gucken, was passiert. Was ist hier? Also wir haben jetzt hier alles getan, was wir tun konnten. Wir haben es ja geheftet und geguckt, dass der Winkel stimmt. Und dann haben wir es gespannt und geguckt, dass der Winkel stimmt. Dann habe ich das Ganze abgeschweißt. Aber durch diese Möglichkeiten, die ich hier habe, blieb mir eine Naht übrig, da bin ich nicht dran gekommen, die musste ich ganz zum Schluss weisen, das war die Innennaht. Die Kehlnaht innen. Bevor ich die Kehlnaht innen geschweißt habe, habe ich geguckt, hat super gepasst. Ja? Das war ein hundertprozentiger Winkel, 90 Grad. Und es war schon zu 80% abgeschweißt. Dann bin ich hingegangen und habe die Innenkehle geschweißt und was ist passiert? Es war dann nicht mehr gespannt, weil ich musste ja irgendwie drankommen. Und was ist passiert? Der Winkel hat sich im letzten Moment durch diese Wärmeeinbringung doch wieder zusammengezogen. Eigentlich war es ja schon komplett verschweißt. Wie kann das sein, dass die letzte Naht es schafft, dass sich das Ding so verzieht? Ja, ganz klar, weil wir ja da wieder viel Wärme reingebracht haben und dem Material die Möglichkeit gegeben haben, in die ursprüngliche Position sich zu bewegen. Weil vorher war es ja gespannt. So, was bleibt mir denn jetzt übrig, um jetzt wirklich hundertprozentig meine 90 Grad zu bekommen? Auch wenn wir solche Tools benutzen, um hier einen rechten Winkel einzuspannen, müssen wir trotzdem diese Abfolge und Schweißrichtung beachten, dass es ja nachher gerade ist. Ich in meinem Fall hatte folgende Situation. Ich konnte in dem eingespannten Zustand nur wieder die Außenecke schweißen und die Außenkanten, innen bin ich nicht dran gekommen und das war auch hier wie zu erwarten, hat sich dann ein bisschen zusammengezogen, als ich die letzte Schweißnaht geschweißt habe. Deswegen sieht man hier, wie wichtig ist, die Abfolge zu beachten. Das heißt, wenn du dir das Ganze auf deinem richtig spannst, spann es ordentlich so ein, dass du auch an jeden Punkt drankommst, den du abschweißen musst.
Das ist wichtig. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, zu diesem Vorspannen. Ich wusste jetzt also, dass sich mein Vierkantrohr sich hineinziehen wird. Also habe ich das Ganze etwas vorgespannt. Ich habe ihn ein paar Millimeter den Winkel aufgemacht. Dann habe ich das Ganze abgeheftet und verschweißt. Guck mal, das ist wichtig, der Spalt wird immer enger, ne? Siehst du das? Mhm. So, okay. So, jetzt gucken wir, jetzt haben wir genau noch einen ganz leichten Punkt. Also ganz leicht, aber eigentlich ziemlich gut schon. Und siehe da, es hat sich fast genau an die Position gezogen, aber wie gesagt, hier gehört eine Menge Erfahrung dazu, dass es ja nachher dahin kommt, wo es hingehört. Und trotzdem, nach dem letzten Versuch, hat es sich ein Ticken zu weit reingezogen. Das war auch gut so, weil ich vorführen wollte, was wir noch mit Temperaturen machen können. Weil es gibt diesen Punkt Flammen richten, da werden sehr viele Erfahrungsschweißer dabei sein, die so etwas schon Jahre gemacht haben. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Manchmal gibt es Konstruktionen, die sind krumm und schief. Da kommt ein erfahrener Mensch, der mit Flammenrichten Erfahrung hat, macht ein paar Punkte warm, die ihr für richtig entscheidet, klack, und du siehe da, das Bauteil geht in die Position, wo es hingehört. Bei Chromnickelstahl umso mehr. Also wir können hier vieles noch ausrichten, auch wenn die Winkel alle nicht hundertprozentig gerade sind. Wir können sie ja nochmal einspannen, nochmal warm machen, aber Achtung, hier ist es ja so, wenn ich es warm mache, dehnt es sich aus, geht vielleicht in die Position, die ich mir wünsche, und das sieht gerade aus. Ich mache die Flamme aus, es kühlt ab, Material, Metall hat Gedächtnis, geht wieder zurück und hast wieder einen schiefen Winkel. So, das heißt, hier bleibt mir nur noch eine Option, das Richten, bisschen mit Gewalt, wie man sieht. Ich habe das Ganze warm gemacht. Circa bei 250 Grad habe ich dem ein bisschen Druck gegeben und das in die richtige Position gebracht, ein bisschen quasi überdehnt, und als es sich abgekühlt hat, ist es an die Position gegangen, wo es hingehört. Und jetzt bin ich wirklich glücklich mit dem Winkel, den ich hier habe, denn der ist, ich sag mal, für mich perfekt. Aber ich glaube, so 1000%ig so etwas immer hinzubekommen, ist, glaube ich, nicht so einfach für den normalen Anwender. Ich wollte mit diesem Video einfach zeigen, welche Rolle Temperatur spielt, und wollte dir meinen Weg zeigen, was ich jetzt so für mich herausgefunden habe, um diese Fehler zu vermeiden, und wenn ich den Fehler habe, was ich dagegen tun kann. Jetzt hoffe ich, dass der eine oder andere Erfahrene dabei ist, der uns vielleicht noch einen Tipp mehr verraten könnte, und schreibt das jetzt unten hinein, würde ich mich drüber freuen. Ich wünsche euch was, bis demnächst, ciao.